Hi, ich bin Steffi und das sind meine Kolleginnen vom Kindesthetik-Team. Wir möchten dir heute gerne zeigen, wie du mit dem Kleidtuch für adipöse Patienten umgehen kannst. Damit der Fuß des Patienten beim Abdrücken nicht rutscht, wird ein Stück Anti-Rutschmatte bereitgelegt. Mit den offenen Seiten sollte das Kleidtuch so unter Kopf, Brustkorb und Becken des Patienten positioniert werden, dass diese sich seitlich des Patienten befinden. Der Kopf darf auf dem Kopfkissen liegen bleiben. Die Füße stehen auf der Anti-Rutschmatte, das Kopfteil wird waagerecht gestellt. In Variante 1 drückt sich der Patient mit den Füßen in die Matratze und schiebt sich selbstständig Richtung Kopf. In Variante 2 drücken zwei Pflegekräfte seitlich mit ihren Händen ganz nah an Brustkorb und Becken in die Folie und gehen Richtung Kopf. Zum Entfernen wird von innen in das Kleidtuch gefasst und das Ende durch die Öffnung des Kleidtuches Richtung Kopf gezogen. Kleidtuch und Anti-Rutschmatte werden in einer Patiententüte am Bettende aufbewahrt. Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an kinesthetics@umm.de wenden.